Ja, in meinem letzten Video habe ich euch diese neuen Niederhalter für mein neues Lochrastersystem vorgestellt. Den Video verlinke ich euch unten. Und in diesem Video werde ich euch meine neu entwickelten Seitenklemmen für das neue Lochrastersystem vorstellen. Ja, ich möchte nun dieses Holzstück hier, das möchte ich auf dem Werkbank befestigen, und zwar mit zwei Seitenklemmen. Und wie mache ich das? Ich bringe nun hier zwei Bankhaken an, einer oben und einer dann unten. Und diese Bankhaken, das sind bei meinem Lochrastersystem, sind das ganz normale 12 mm Schrauben. Und ich habe jetzt hier eine Länge von 5 cm bei einer Tischplatte mit einer Dicke von 4 cm. Ich bringe diese Bankhaken da in zwei Löcher hinein und bringe dann eine Schutzleiste an. Und diese Schutzleiste, die bringe ich an, damit das Werkstück hier nicht vom Metall der Schrauben beschädigt wird. Dann bringe ich das hier an diese Schutzleiste an, das Werkstück, und bringe dann eine zweite Schutzleiste auf der anderen Seite an. Und jetzt kommen diese Spannelemente hinzu, die ich auch da selber gemacht habe. Das ist ebenfalls eine 5 cm Schraube, 12 mm Durchmesser, und da habe ich einfach ein Gewinde drauf geschweißt mit einer Imbusschraube. Die bringe ich jetzt hier an und dann kann ich das direkt mit dem Bohrer, kann ich diese Schrauben hier anziehen. Ziehe die mal ein bisschen da in die Nähe. So, dann machen wir das noch auf dieser Seite. So, und jetzt bringe ich das, ich drücke das Werkstück auf den Bank und bringe dann da hier diese Schraube ganz sachte an die Schutzleiste. So. Jetzt kann ich da noch ein bisschen nachziehen. Und jetzt ist das Werkstück befestigt, und zwar seitlich auf beiden Seiten. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr bewegen, das hält so fest. Ja, wie gesagt, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert jetzt dieser Seitenspanner? Und dieser Seitenspanner ist eigentlich ganz einfach hergestellt. Das ist hier eine Schraube, ebenfalls eine 12 mm Schraube mit einer Länge von 5 cm. Und obendrauf habe ich einfach ein Langgewinde geschweißt mit einer 10 cm Inbusschraube. Wieso habe ich eine Inbusschraube genommen? Ganz einfach. Es gibt da diese Inbusschlüssel, die so abgekantet sind. Und das erlaubt dann eigentlich ein Schrauben mit einer Verwinkelung von bis zu 30 Grad. Also man sieht jetzt hier, ich kann also diese Schraube, funktioniert eigentlich wie eine Kardanwelle, muss ich nicht auf gerader Linie schrauben, sondern ich kann da abgeneigt schrauben mit einem Winkel bis zu 30 Grad. Ja, und wie ich jetzt diese Seitenklemmen geschweißt habe, das zeige ich euch im nachfolgenden Video. Ja, hier beginnen wir mit der Arbeit, und zwar machen wir hier eine Kerbe in den Kopf der Schraube. Dazu nehmen wir den Winkelschleifer, und ich habe jetzt hier ein ganz breites Blatt aufgespannt, damit das auch eine breite Kerbe gibt. Die Kerbe, die sollte ungefähr 50% von der Höhe des Kopfes sein. Und die Frage ist jetzt auch, wieso machen wir eine Kerbe? Mit der Kerbe können wir die Höhe tief halten, dass der Seitenspanner möglichst für Bretter angewendet werden kann von einer Dicke von 2 cm. Also sollte der ganze Seitenspanner im Werkbank nicht höher sein als 20 mm. Und das erreichen wir mit dieser Kerbe. Jetzt schleifen wir noch die Seiten schräg an, damit die Schraube da besser hineinpasst. Sobald dann diese Arbeiten abgeschlossen sind,
werden wir das nochmals anpassen, nochmals anschauen, ob das passt. Und nachher können wir dann übergehen zum Schweißen. Jetzt machen wir noch die letzte Kontrolle. Das sieht gut aus. Das passt. Dann können wir hier die Schraube wegnehmen und dann wechseln wir zum Schweißplatz. Jetzt legen wir hier die gleiche Schraube wieder ein, fixieren die und sobald die, da muss man drauf schauen, dass die Schraube natürlich dann gerade drinnen ist, damit das gerade drauf geschweißt werden kann. Jetzt holen wir da die Langmutter. Ich fixiere die da mit einer Schraube und halte die nochmals in die Kerbe. Letzte Kontrolle, bevor wir dann eine Seite verschweißen. So, jetzt schweißen wir mal eine Seite. Jetzt kann man auch gut sehen, wie da der Rauchabzug funktioniert. Das ist wichtig, dass dieser Rauch weggesogen wird, sonst verraucht das die ganze Werkstatt. Jetzt nehmen wir die zweite Seite, fixieren das wieder da mit dem Schraubenbock und dann werden wir die zweite Seite schweißen. So, eigentlich ist das schon alles. Jetzt zeige ich euch noch das Endresultat. Aber grundsätzlich sind das alle Arbeiten, die da gemacht werden müssen für diesen Seitenspanner. Jetzt wird das noch gereinigt mit der Stahlbürste. Und jetzt kann man sehen, das ist die eine Seite. Und jetzt zeige ich auch noch die andere Seite. Jetzt kann man das noch lackieren und dann ist das bereit. Ja, das wäre es eigentlich schon wieder mit meiner neuen Seitenklemme für mein neues Lochrastersystem. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.